mit etwas Glück in der YouTube-Zeit zurück. Zeit zurück, Zeit zurück. 3 Uhr, 7 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr. Zurück in prähistorische Zeiten. 2010. Wieso magst du Halloween nicht? Es ist einfach nicht gruselig. Ich habe vor gar nichts Angst. Sieh dir diese schrecklichen Kostüme an. Ich grusel mich vor gar nichts. Du glaubst also, du gruselst dich vor gar nichts mehr? Ja. Öde. Langweilig. Und das soll gruselig sein? Willst du mal was wirklich Gruseliges sehen? Okay, mach. Ein Gesicht, das sich seit 4 Jahren nicht verändert hat. Herzlich willkommen zum diesjährigen Halloween Special. Leute, ich habe gemerkt, ich habe in meinem Leben nur eine einzige Konstante. Nein, es sind nicht meine Freunde, nein, es ist nicht meine Familie, nicht die Liebe, nicht die Videospiele, auch nicht meine Filme, nein. Die einzige Konstante in meinem Leben ist, dass ich jedes Halloween ein Video hochlade. 2010, 2011, 2012. Ja, 2013 konnte ich leider keins hochladen. Weil ich da damals dringend... Oh, ein Haferbrei! Oh, super! Mmh. Oh, sogar mit Schoko! Oh, klasse! Ja. Okay, jetzt sitze ich hier und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ich meine, ich könnte euch meine Lieblingshorrorfilme zeigen, aber das gibt's auch schon 1 Milliarde Mal auf YouTube. Ich könnte mich eine halbe Stunde lang filmen, wie ich Slenderman spiele, damit ihr seht, wie blöd ich aussehe, wenn ich mich erschrecke. Und das gibt's auch schon 1 Million Mal, also... Wieso feiern wir nicht einfach einen anderen Feiertag? Leute, gestern Nacht wurden die Uhren 1 Stunde zurückgestellt. Na, ist das was? Ich weiß ganz genau, wie ihr euch fühlt. Ihr fragt euch wahrscheinlich genauso wie ich gerade, oh Mann, wie kriege ich diese Stunde bloß... rum. Ich finde, sie zieht sich jetzt schon ziemlich. Und nein, dieses Video zu gucken ist keine gute Beschäftigung. Mein Kumpel Jan und ich haben einen kleinen Zweitkanal aufgemacht und er hört auf den Namen Die Vulkanshow. Auf diesem Kanal stellen wir uns regelmäßig die Vulkanfrage. Das heißt, wir müssen entweder die eine oder die andere Seite in den Vulkan werfen. Die Schwulen oder die Lesben, die Schwarzen oder die Weißen, Politiker oder Ärzte. Ja, es ist ziemlich heikel, aber ich glaube, es ist ganz lustig geworden. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal reinschauen. Ich werde es jetzt wahrscheinlich hier überall auf dem Bildschirm taggen. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Und sonst steht es auch sicherlich nochmal hier unten in der Videobeschreibung. Genau. Schaut doch mal vorbei und lasst vielleicht einen Kommentar da. Einen Daumen, ein Favo, ein Abo. Euer Sami Slimani. Ja, jetzt sind wir doch wieder in der Halloween-Ausgabe. Ich glaube, jetzt werde ich mich verabschieden. Und zwar mit den inzwischen heiligen Worten Cheerio.